Guten Tag, Frau Mary. Ich freue mich, Sie heute im Namen der super tollen Filmgesellschaft hier zu begrüßen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, stimmt. Wie? Ja, stimmt. Sie haben das Richtige gesagt. Ach so, das freut mich natürlich. Deswegen würde ich jetzt gerne mit dem Interview beginnen. Nein, falsch. Bitte? Egal, das verstehen Sie doch sowieso nicht. Nein, falsch. Egal, das verstehen Sie sowieso nicht. Kleiner Scherz am Rande. Nichtsdestotrotz würde ich Sie jetzt gerne bitten, dass wir mit dem Interview beginnen können. Nein, falsch. Halt, stopp. Sie lassen jetzt den Scheiß. Wir fangen jetzt mit dem Interview an. Ja, richtig. Egal, wie geht es Ihnen denn jetzt so, nachdem Sie sich mit Ihrem Mann Josef zerstritten haben? Ach, eigentlich ganz gut. Dem ging es ja eh nur um Fame. Ja, woher wissen Sie denn das? Schau mit ihm zusammen. 2 Tage lang. Ja, aber das reicht, um es herauszufinden. Ich meine, er hat ja nicht gerade versucht, das zu verheimlichen. Aber wieso haben Sie denn nicht früher mit ihm Schluss gemacht? Beziehungsweise warum haben Sie sich überhaupt auf diese Beziehung eingelassen? Ich glaube, ich bin hier auch nicht der Einzige, der sich das wirklich fragt. Genau das war ja meine Taktik. Ich habe so lange versucht, ihm das Gefühl zu vermitteln, ihn wirklich zu lieben, bis seine Arroganz aus ihm rausgeplatzt ist. Das finde ich aber nicht sehr nett. Das ist eigentlich sogar ziemlich gemein. Sind Sie etwa auf der Seite von diesem Idioten oder was? Er hat alles für Sie getan. Er war so lieb zu Ihnen und nun tun Sie ihm sowas an. Ich kann es nicht begreifen. Bitte klären Sie uns auf. Ach Gottchen, es tut mir leid, aber es sieht so aus, als hätte er sich schon ziemlich manipuliert. Ja, also ich kannte ihn ja eigentlich gar nicht richtig. Ich kenne ihn ja nur so aus diesen Geschichten, Sie wissen schon. Kennen Sie Star Wars? Ja. Haben Sie da auch schon mal was von Jedi Gedankenkontrolle gehört? Das ist Star Wars? Ja. Ich dachte, das ist Harry Potter. Er hat sie einfach mega manipuliert. Sie sind aber so negativ eingestellt. Man kann sie einfach nicht mehr heilen. Das tut mir jetzt sehr leid. Aber das muss jetzt sein. Was hat sie vor? Ich war Josef, wollte ich nur gesagt haben. Naja, auch gut. Bei dem Videobeweis kann ich da jetzt nicht gebrauchen. Irgendwie dachte ich, das ist lauter. Egal. Das war's auch schon wieder mit dem Video, liebe Freunde. Gebt mal eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch mal gerne Kritikpunkte in die Kommentare, wie zum Beispiel auch, wie ihr das fandet mit dem Gegenlicht, sodass diese Konturen mal ein bisschen schärfer werden. Habe ich einfach mal ein bisschen mit rum experimentiert. Und ich habe es ja auch schon im Video von gestern gesagt. Ich habe das wirklich einmal neu verfilmt, weil ich mit der Version von 2013 wirklich nicht zufrieden war. Damals natürlich schon, aber aus heutiger Sicht wirklich nicht. Also wie gesagt, ab damit in die Kommentare auch darüber nochmal, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2016.